Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen im Laserschwert-Club hier. Und ja, mit mir spielt die... Ratelle! Genau, los geht's! Go, go, go! Lala. Wo wollten wir nochmal hin? Wir wollten zum Altar von Chaosmund. So hieß der, gut. Hey, Leto. Da vorne ist der schon zu sehen. Okay. Ich hoffe, wir finden den Eingang. Wir brauchen bestimmt die ganze Folge, um den Eingang zu finden. Hoffentlich gibt es da Wasser. Wir waren gerade an einer Oase. Ah! Ah, komm, 50% wird reichen. Also, jetzt ist doch kein Problem, zurückzulaufen. Ja, gut, also, dann renne ich nochmal. Ich habe vergessen, zu pinkeln zu gehen und ich habe vergessen, Wasser zu holen. Ja, sorry. Ich habe es erst gerade beim Laufen gesehen, so, ach, ich müsste ja mal was trinken. Also bevor ihr losläuft, immer darauf achten, dass ihr genug gegessen habt und getrunken habt. Sonst verhungert ihr unterwegs. Wo ist denn ihr Wasser? Da. Schnauze. Auch Wasser. Ich auch nochmal meinen Schlauch auf. So. So, jetzt geht jeder nochmal schnell aufs Klo und dann reiten wir los. Genau. Und das klingt, als ob ein Sandsturm kommt und das sieht auch so aus wie ein Sandsturm. Bei mir sieht es danach aus. Oh ja, bei dir sieht es ja noch aus. Bei mir kommt es erst in 5 Minuten, pass auf. Und wir sind auf demselben Server. Was bist du denn? Ach, da. Oh, guck mal da hinten. Skorpion gegen Schlange. Ah, oh, oh, oh. Der ist mir auch gerade passiert. Skorpion gegen Schlange. Schlange. Wer gewinnt wohl? Wer gewinnt wohl? Ich setz auch mal meine Maske auf. Tüdelü. Ah, wer wird wohl gewinnen? Schreibt's in die Kommentare. Schlange oder Skorpion? Ist nicht schlimm, wenn du es nicht gesehen hast. Ich sehe deinen Sandsturm nicht. Hm. Das ist nur etwas diesig. No. Oh. Das hatte ich schon häufiger. Waren wir da links? Schon mal? Ja, ich glaube schon. Sollen. Der Bau, da waren wir schon bei der Baustelle. Oh ja. Wir waren bei der Baustelle und haben das andere hier nicht gefunden oder gesehen? Doch, wir waren hier, meine ich, auch schon mal. Zumindest habe ich es auf der Karte markiert. Ich meine, wir sind da irgendwie drauf rumgeklettert und haben nichts gefunden. Oder zumindest sind wir hier irgendwann mal irgendwo drauf rumgeklettert und haben nichts gefunden. Stimmt, das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja, ja. Da haben wir keinen Eingang gefunden. Hm. Das war ein Scherz, dass wir die ganze Folge dafür brauchen. Oh ne, ne? Das war eigentlich auch nie ein Scherz, klar. Boah, das steht eigentlich so, dass hier was ist für zum Abschließen, so. Jetzt ist da so eine dumme Schlange. Ja, so eine Riesenschlange, aber... Scheiße. Ich dachte, wir laufen einfach rein, machen alles platt und fertig. Dachte ich eigentlich auch. Jetzt bin ich frustriert. Ich auch, weil wir hier wahrscheinlich... Ich weiß nämlich, wir sind da, glaube ich, hochgeklettert und da sind wir nicht reingekommen. Ich glaube, wir sind sogar bis ganz nach unten geklettert. Hier links. Das sieht so aus wie ein Weg. Oh ja. Den können wir ja mal lang... Wir müssen dann nur auf die andere Seite kommen. Das kann man aber erklettern, glaube ich. Jetzt wird es bei mir auch ein bisschen windig. Ja, jetzt ist bei mir wieder alles klar. Okay. Ich glaube, dann hat unser Server ein Problem. Na, das wäre nicht das erste Mal. Aber auch nicht angezeigt bekommen, dass es ein Sandsturm ist. Also von daher. Es sieht so aus, als ob es vorbeizieht bei mir. Aber egal. Ich brauche auch keinen Sandsturm. Da sieht man nur so schlecht. Das stimmt. Ich werde es in den Kommentaren lesen. Das.
Ah, ihr müsstet doch nur da und da hin, das ist ganz einfach und wir machen... Ich hab das im Blut, das ist so eine Aktion. Ich hab's im Blut, wir werden es nicht finden. Da sind wir schon mal da hochgeklettert. War das nicht so ein Ding, dass da war, ach, da ist nichts? Ich glaube, das hattet ihr uns auch letztes Mal schon in die Kommentare geschrieben, meine ich sogar. Oder war das hinten und wir müssten vorne, oder? Das haben wir auch gemacht, oder? Wir sind doch um das ganze Scheißding rumgeklettert, oder? Scheiße, welche Folge war das? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, die Katze. Oh. Ich kletter mal die andere Seite hoch. Ja, also warum ich hier gerade so rumjammere, unsere süße kleine Katze, die hat momentan irgendwie die Angewohnheit, gerne sich auf meine Tastatur zu legen. Du hast es noch nicht verstanden, es ist ihre Tastatur. Also wenn ihr irgendwelche komischen Dinge bei mir seht, ich check jetzt glaube ich mal, ob die Katze vor sie die Aufnahme beendet hat. Ja, das kann sein, das mal wäre echt lustig, wenn Nein, die läuft noch. Okay. Würde mich nämlich nicht wundern, wenn ihr das irgendwann mal schafft. Also da sieht's aus, als ob da eine Treppe zumindest hinführt. Ich glaube, wir waren auf der... Ich bin auf der Seite hochgeklettert, wo quasi, wo halt dieses grüne Zeug war. Das sah mir so bekannt aus. Also da, wo ich jetzt bin, ne? Ja, genau, ja. Und da war nichts. Und dann hatten wir auch die Nase voll, aber ich hab's nicht von der anderen Seite gesehen. Ich weiß nicht, ob du damals hier hochgeklettert bist. Ich glaube, ich bin das Ganze. Ich glaube, ich war sogar ganz gut. Scheiße, wo ist der Eingang? Oh, das ist deprimiert mich jetzt schon. Ja, und mich deprimiert es, dass ich da runterplumpse und ich nicht weiß, warum. Alter! Weil mich müsste über Kopf über irgendwelche Ecken klettern. Das geht ja jetzt schon nicht. Ich habe hier eine gerade Wand, ja? Ja, ich kenne das Problem. Und ich fall da einfach runter. Ja, unsichtbare Mauer oder so. Scheißen Dreck. Ich hab die Schnauze voll. Wie hieß das Ding nochmal? Altar von Chaosmund. Bei Chaosmund. Nja, nja. Mädel, kletterst du da mal weiter? Geht doch. Oh, warte. Hier ist irgendwas. Ich kann hier durchlaufen anscheinend. Ich glaube, wir werden nicht die Ersten gewesen sein, die den Eingang suchen. Oh, ich sehe da was. Scheiße, sag bloß, du bist richtig. Das könnte sein. Es sieht hier zumindest sehr altarmäßig aus. Da ist eine Figur, ein Mensch. Das sieht doch ein Altar aus. Du? Nein. Das ist deiner. Altar des Chaosmundes. Ah, ich glaube, den brauchen wir erst, wenn wir alle Teile haben, um sozusagen das Spiel zu beenden. Ah. Dann brauchen wir den, glaube ich. Ja, erst. Ich glaube, jetzt macht's Klick. Okay, okay. Aber ja, ich habe den Weg hier hochgefunden und nein, rennt hier übrigens auch rum. Cool. Obwohl er bei ja, mir ich ist. Bin hier hochgekommen. Ja, dann, ja. Dann war's das für die Folge. Ja. Was anderes hat man jetzt gerade nicht geplant. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch mal einen Kommentar. Au! Mit einem Kuscheltier, Ekuli. Genau. Ja, dann würde ich fast sagen... Also wir brauchen ja immer noch da die Fragmente für da den Sandstein-Dingsbums, den Geißelstein. Wo kriegen wir die her? Das weiß ich nicht, aber wir haben auch noch diesen Eispalast mit den Tränen zweier Völker und den glänzenden Trapezoeder auf dem Ja, Vulkan würde ich erstmal nicht machen. Was war das andere? Wo ist das?
Der glänzt, ja, da im Eisdings da. Da sollten wir uns auf jeden Fall würziges Essen vorbereiten. Ach, da habe ich ja Bock drauf. Dann müssen wir ja schon wieder zurück, weil ich habe hier keine Kleidung. Oder hast du sie dabei? Nein, hat er nicht. Wo wollen wir uns erstmal treffen? Zu Hause. Zu Hause. Ja. Ich gucke hier gerade noch, ob ich einen besseren Auf- oder Abgang finde. Hier super, dann laufen wir jetzt eine halbe Stunde nach Hause. Ach. Oh, hier ist noch eine. Hier ist noch eine Tafel. Leuchtet. Oh. Träger. Wir können das ja rausschneiden, wie wir zurücklaufen. Ja, können wir machen. Okay, dann mache ich hier mal kurz meinen. Also, liebe Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir zurück in der Basis sind. Genau, dann machen wir einen Cut. Genau. Bis gleich, ciao. Ciao. So, wir sind wieder da. Terrain und... Terrain. Suchen jetzt nur. Wo ist er denn? Ich glaube, der hier war's. Ah, sieht kalt aus. So, dann. Feuer frei. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet im Eistempel. Auf jeden Fall nichts Warmes. So viel steht fest. Ich friere mir jetzt schon die Eier ab. Warum ist es hier dunkel? Weil es Nacht ist. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du keine Maske auf? Der hätte aber eine gebrauchen können, jeder Typ. Ih, Verderbnis nimmt zu. Ja, voll ätzend. Arsch. Ich hoffe, wir haben genügend warme Sachen mit. Ich auch. Oh, es haut den kaputt. Es ist doch nicht tief, Gott sei Dank. Ich hab kein Licht mehr. Ich bin runtergeplumpst. Ich wollte ausweichen und dann... Ja, plumpst mal wieder hoch. Mir ist kalt. Ich komm ja schon. Hallo. Ah, hier waren wir damals auch ganz kurz, ne? Wir sind hier nirgendwo reingegangen oder so. Nee, wir sind nicht reingegangen. Wir haben nur so grob uns umgeguckt und sind dann wieder abgehauen. Weil uns kalt war? Ja. Das ist ein guter Grund. Ich mag kalt. Los, ihr Sklaven! Erledigt sie! Ich schaue euch zu. Leuchte uns den Weg. Da müssen wir rein. Stimmt. Ich renn mal durch. Das ist eine gute Idee, ich auch. Jupp. Es ist dunkel, ich sehe nix. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Ja, war er doch drin. Du sagst, wir waren hier nicht drin. Ich kann mich... Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier waren wir doch drin in der schwarzen Kiste. Spielen wir das Spiel schon so häufig, dass wir nicht mehr wissen, wo wir waren? Moment mal. Fuck, ich glaube, die Tränen zweier Völker haben... Nee, wir haben nur diesen dämlichen Stern. Die Tränen zweier Völker habe ich nicht gesehen. Also ich auch nicht. Wenn der nicht mehr in der Truhe war, habe ich den nicht. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Ich weiß auf jeden Fall, dass du hier drin gestorben bist. Oh, die Betten! Oh, guter Hinweis. Ich geh nochmal ein. Müssen wir draußen hinstellen. Warte, gibst du mir erst eins? Ja, warte. Aufteilen. So. Ich versuche es trotzdem hier aufzustellen. Gebäude ist hier nicht zulässig. Immer noch nicht zulässig.
Immer noch nicht zulässig. Nicht zulässig. Nicht zulässig, schwulässig. Oh, ey. Ganz raus oder was? Nicht zulässig. Am Arsch. Jetzt rennen wir extra nochmal raus. Das ist überall nicht zulässig. Upsi, schwupsi. So eine Schwanzviecher. Da, wo du runtergefallen bist, auch nicht. Schade. Boah. Scheißen Dreck, echt. Oh, da ist was. Da ist zulässig bestimmt. Komm. Ja gut, dann machen wir so ohne. Mein Gott. Ja, denke dann ich auch. Arschlecken. Wir schaffen das schon. Auf, sprach der Fuchs zum Hasen. Hörst du nicht die Jäger blasen? Sicher, dass wir es schon gemacht haben, aber ich habe keine Ahnung, wo in unserem ganzen Truben diese Tränenzweiervölker sind. Deswegen aber vielleicht auch in der alten Basis. Wir dachten, das wäre Müll. Nee, deine alten Basis. Ja, was weiß ich? Aber jetzt habe ich umsonst Betten. Da hatten wir schon Karten auf. Eletro! Mann, ich wollte von. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Bin friedlich. Uletosack. Der schwebt hier schon wieder so lustig durch die Gegend. Ah, bei mir spackt der Rechner rum, glaube ich, schon hier wieder. So. Aber uns hatten sie geschrieben, dass wir da, glaube ich, hätten runterhüpfen können. Ja? Also in der Mitte, ja. Also, dass das irgendwo hinführt. Pff, Mut zur Lücke. Also, hier ist erstmal Wasser. Okay, du bist jetzt erstmal komplett woanders als ich. Das ist schon mal gut. Wenn du dann runtergehüpft bist, dann hüpfe ich auch hinterher. Warte, hier ist 99. Ja, unsere Zuschauer werden uns doch hier kein... Die werden uns doch keinen Mist erzählen, oder? Nö, nicht unsere Kumpels. Da bin ich mir sehr sicher, dass die uns kein Mist erzählen. Hast du irgendwas gefunden? Ich bin hier gerade am mich organisieren und alle. Ja, ich weiß. Alles gut. Ich bin auf V gekommen, deswegen ist das so ein Schatz. Wir haben Zeit. So. Also hier geht's weiter. Hier bei mir auch. Gucken wir mal. Okay. Vielleicht kommen wir ja. Also hier ist eine Tür. Nee, bei mir nicht. Bei mir geht's hoch, dann komme ich zu dir. Also, aber das ist eine Tür, die ich nicht aufkriege. Sieht aus wie eine Tür und die geht nicht auf. Ups. Jetzt habe ich Nein befohlen, da reinzugehen. Ja, ich habe das Leto auch schon befohlen. War was bei dir? Ja, ein Aufgang. Na, dann gehen wir da wieder runter. Ups. Nee, erstmal im Wasser. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo Nein ist. Ach, jetzt bin ich genau da. Hä? Ja. Warte mal, ich muss mal kurz mein Nein holen hier. Irgendwie bin ich blöd. Hallo. Hi. Ja, von da hinten sind wir doch gekommen, oder? Ja, es geht hier irgendwie. Hä? Sind wir im Schuck? Ja, hier geht's raus. So. Aber wo ist Nein? Ach, da bist du endlich. Boah. Ah, hier geht's auch links gleich runter. Ah, hier geht's woanders hin. Ah. Hier habe ich einen Feind. Ich glaube, das war der Weg, den wir gehen mussten. Oh.
ist der Feind? Sind die Truhen an der Seite? Tot. Nein, ne? Mal diese Geizigen. Es muss aber schon lange her sein, dass wir hier waren. Ich kann mich echt kaum noch dran erinnern. Echt? Ich kann mich sogar noch halbwegs an den Weg erinnern. Oh, hier ist ein Tor. Ich hab da was aufgemacht. Hallo? Hier ist nichts. Das Tor geht wieder zu. Jetzt sind wir hier eingeschlossen! Nein, ich habe kein Licht, ich sehe nichts. Geh mal nach links, folge mir. Okay. Oh, hier kommt Feuer raus. Oh, ja, Feuerbälle durch die Löcher da. Maus. Ich weiß nicht, wie häufig ich mich über die schon beschwert habe. Hm. Musst du kaufen? Oh, ich bin voll. Naja, da liegt noch irgendwie ein Goldbarren drin. Was? Entschuldigung, hab grad nicht aufgepasst. Da links Truhe, hier Truhe, Truhe, Truhe. Goldbarren, okay. Goldbarren, Goldbarren. Ich kann bloß. Ich habe so viel Getränke und warmes Essen mitgenommen. Ja, hier drin ist doch nicht so kalt, ne? Ich bin voll. Ich glaube, der Tempel des Frostes war der kalte Dungeon. Ja. Ich glaube, wir mussten da rechts. Oder auch hier. Ja, wenn Gegner da sind, ist alles gut. Ja, Katze, schlaf weiter. Lass mein Arbeitsnotebook da liegen. Ja, wir sind lauf hier. Lauf dicht auf meiner Tastatur rum. Sei eine brave Katze. Da waren zwei. Ich esse mal ein paar gesalzene Beeren, die sind auch lecker. Mach das. So, ich sehe nicht. Moment, ich muss jetzt irgendwie erstmal dieses Chatfenster schließen. Wie schließe ich das Chatfenster? Escape, Tab. Ah, Katze, was hast du gedrückt? Ach du Scheiße, hier sind ja noch mehr Türen. Oh. Ah, hier wird ein uralter Schlüssel. Ich kann gerade nicht. Was machst du denn da? Ich suche, wie ich dieses scheiß Chatfenster schließe. Hier, mach mal den Dach. Linke Seite, ich weiß die Taste nicht, über Tab. Nö. Nö. Ah, T ist integriert, push to talk. Cool. Keine Ahnung, die Katze hat halt irgendwas hier gedrückt. Ah, jetzt habe ich wieder. Okay, mit Enter habe ich es hingekriegt, das Chatfenster. Wie kriege ich sie ja weg? H
Hi Heinrich, ja, sei du auch gegrüßt, System. Wie geht's dir, System? Drücke STRG und T, um das Chatfenster ein- und auszublenden. Danke, System. STRG und T, Text. Ja, alles gut. Ich bin hier. Dein Traumprinz ist hinter dieser Tür. Ich glaube, da müssen wir nicht lang. Achso, dann, ja, ich folge dir, komm. Wenn du es noch weißt, wohin und so, mach die Tür zu. Wer macht denn die Türen auf? Sind dahinter Sklaven hinter den Wänden? Genau, erledigt. Rundumschlag! Aua, ich sterbe! Hier, Schweine! Ich sterbe wirklich! Ich sterbe wirklich! Alter! Gib doch mal in Ruhe! Danke! Bitte! Darauf erstmal eine Krabbe! Ich brauche einen Moment für mich! Ich hab sonst auch noch Heilfleisch! Hab ich auch! Okay. So. Nein, wir brauchen den uralten Schlüssel. Hast du ihn hier zufällig irgendwo gefunden? Nee. Fuck. Wir haben ein Zuhause. Ich weiß. Also diese Aufnahme ist echt vom Pech verfolgt, oder? Total. Oh. Jetzt müssen wir nach Hause, um... Nein, wir werden den hier ja wohl irgendwo finden, diesen dummen uralten Schlüssel. Vielleicht hinter dieser Tür. Uralter Schlüssel wird benötigt. Huhu, uralter Schlüssel. Uralter Schlüssel wird benötigt. Oh, hier sind einfach Wachen. Brauchen uralten Schlüssel, hat denn jemand? Hallo, uralter nee. Schlüssel, wo bist du? Ich renne hier im Kreis. Ja, ich glaube nicht auch. Oh, hier unten geht's noch tiefer. Wir meinten sie einfach hier runterspringen. Da, wo die Geister in den Käfigen hocken. Ja, habe ich hier. Springbar. Wo bist du dran vorbeigelaufen? Nee, ich bin da dran vorbeigelaufen, weil ich den Eindruck hatte, da sind wir dann wieder ganz am Anfang. Keine Ahnung, ich mach's jetzt mal. Whee! Ich brauche einen uralten Käfig. Nee, Schlüssel. Käfigschlüssel. Habt ihr den? Kennt ihr den? Ah, stimmt, ich bin am Anfang. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir mit der Folge zu Ende. Ach, ey, scheiße. Ich habe jetzt hier keinen uralten Schlüssel gefunden. Ich bin am Anfang. Könnte sein, hier ist der uralte Schlüssel. Oh, dann... Dachte Truhe, ne. Dann komme ich mal hoch. So, Leto, machst du den mal bitte tot für mich? Statt da dumm rum. Ich höre euch auf der anderen Seite. Ich höre euch kämpfen, aber ich muss erstmal einen übelsten Umweg machen, wahrscheinlich wieder. Hey, warte mal, von da kam ich ja. Hä? Wo waren sie? Ach, nein, nein, geh doch mal weg, ja. Ich habe den alten Schlüssel nicht gefunden. Ach, lame. Oh, hier ist ein Buch, toll. Bla 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 bla. Den kann ich nicht nehmen. Fuck. Dann werden wir den doch auch letztes Mal gefunden. Das weiß ich nicht mehr. Ach, du bist jetzt hier am Ausgang. Ugh!
Also in der Kammer ist nichts. So. Da geht's in Richtung Ausgang. Hä? Aber wir hatten doch diesen verfickten Schlüssel. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Break und holen den Schlüssel und machen nächstes Mal weiter. Du meinst, es wird heute nichts mehr? Oh, hier ist eine Truhe. Aber hier ist so Metall drin. Ne, ich glaube, heute ist der Wurm drin. Das ist hier echt Freitag der 13. bei uns hier. Scheiße. Okay, aber wenn wir jetzt sowieso schon zurückgehen, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal sämtliche Truhen und Kisten und sonst irgendwas nach, ob wir nicht doch irgendwo die Tränen zweier Völker haben. Weil dann können wir uns das ja, Ganze das sparen. Machen wir. Dann gucken wir nochmal durch. Aber das machen wir offscreen. Gut, das ist unsere rabenschwarze Folge. Nix klappt, alles kacke. Ja, schreibt uns doch mal einen Trostkommentar. Genau, schreibt uns irgendwas Aufbauendes, dass wir nicht so dumm sind, wie wir uns gerade fühlen. Ich will nicht lesen, deinstalliert das Spiel. Nein. Weil jetzt muss ich euch kurz sagen, ich spiele privat noch ein bisschen World of Warships und ich hatte heute zwei Runden gehabt. Da haben zwei Leute, also jeweils in jeder Runde war jemand, der konnte irgendwie mit seinem Schiff hier nicht umgehen. Der weiß nicht, was er machen sollte. Und dann haben die Leute in den Chat geschrieben, deinstallier das Spiel, du bist hier falsch. Und das zweimal. Und das war nicht derselbe Spieler. Ich war es nicht. Nur so nebenbei. Ich weiß immer, was ich mache. Scheiße. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann mit mehr Erfolg. Ciao.